Wie öffnest du deine Windelpackungen? Viele werden sie oben mühsam aufreißen, was bei der eher zähen und dickeren Folie gar nicht so einfach ist. Oder mit einer Schere aufschneiden. Das geht schon besser, man muss aber eine zur Hand haben und aufpassen, dass dabei die Windeln darin nicht beschädigt werden, sonst ist Auslaufen vorprogrammiert. Es gibt einen Trick, mit dem das bei vielen Packungen besser klappt. Bevor wir uns den anschauen, prüft ihr am besten, ob eure Packung einen schraffierten Bereich hat. Manche neueren besitzen das, womit sich die Packung bequem ohne scharfe Gegenstände öffnen lässt, wie hier am Beispiel der neuen LNGU-Windel. Das finde ich am besten, mit wenigen Handgriffen ist sie offen und die Windeln lassen sich bequem entnehmen. Leider sind nicht alle Hersteller so vorbildlich und haben Packungen, die sich nur schwer oder gar nicht ohne Hilfsmittel öffnen lassen. Ein Trick, der bei einigen Windeln funktioniert, dreht die Packung auf den Kopf, sodass sie auf der Oberseite steht, auf der ihr sie normal aufschneiden würdet. Dort ist die Packung zusammengeklebt, ähnlich wie bei manchen Kartons. An dieser Schwachstelle könnt ihr die Klebestellen leicht mit dem Finger einreißen und auseinanderziehen. Weil sie an der Klebestelle aufreißt, funktioniert das viel einfacher, als oben mit den Fingern ein Loch in die Folie machen, die nur recht schwer reißt. Anschließend würde ich sie an den Ecken noch etwas einreißen und vorne nach unten ziehen. Dann kann man die Windeln ziemlich bequem herausziehen und tut sich auch bei Herstellern wie Krinkels leichter, die sie stark in die Packung pressen. Bei einigen medizinischen Windeln wie beispielsweise Better Dry und Tennislip funktioniert das. Aber auch die Packungen von Abidiel-Windeln sind meist ähnlich aufgebaut. Ich zeige es euch an einem zweiten Beispiel. Die Tükables Unicorn hatte ich letztens im Praxistest, sie könnt ihr nach dem gleichen Prinzip bequem an der Unterseite aufreißen. Es bleibt euch überlassen, ob ihr sie komplett in der Breite aufreißt oder zur Hälfte, wie ich am Anfang gezeigt habe. Natürlich könnt ihr sie auch nur vorne aufreißen, das reicht theoretisch, dann ist es aber etwas schwieriger, die Windeln herauszuziehen. Komplett aufgerissen kann man sie auch in einen Schrank oder ein Regal stellen, wo sie durch die Packung mehr Stabilität haben, als außerhalb des Pakets lose gestapelt. Egal wie ihr eure Windeln aufbewahrt, ich hoffe, dass ihr mit diesem Trick eure Packungen besser aufmachen könnt, wenn sie noch keine gut funktionierende schraffierte Fläche oben haben. Kanntest du diese Methode schon oder hast du vielleicht sogar weitere Tricks? Schreibe es gerne in die Kommentare. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.